Im letzten Video hat es dieses Beispiel gegeben, wo man Commands auf Events bindet. Also wie macht man das, wenn hier ein Event wie CodeFocus, LostFocus auftritt oder ähnliches, dann ein entsprechendes Command aufgerufen wird im ViewModel. Natürlich kann mir die Frage dann anschließend, okay, wie geht das jetzt mit einem mit einer Variante wie KeyDown, KeyUp etc. pp. Wie bekomme ich dann die Event-Tags in das Command rein? Ja, und wie das geht, das möchte ich mit diesem Video beantworten. Sehen wir uns das Thema nochmal an, wie wir denn hier das machen können. Ich mache hier dazu Folgendes. Ich mache ein neues Delegate-Command, public Delegate-Command, text changed. Und dieses text changed-Command wollen wir jetzt so machen, dass es beim klassischen Event TextChange ausgelöst wird und dass auch diese Event-Args mitgegeben werden. Also, wir haben hier TextChange-Command gleich New Delegate-Command und natürlich wollen wir diese Event-Args hier als Parameter übergeben haben. Ja, und dann geben wir hier mal rein, State ist gleich Event-Args to String. Gut, diese Event-Tags wollen wir dann haben, dann schauen wir mal, was hier reinkommt. So, wir haben hier das TextChange-Command, also gehen wir hierher und sagen, okay, wir wollen ein Behavior, wir wollen einen Event-Trigger, wir wollen einen Event-Name-Text-Changed, oder machen wir KeyDown, KeyDown, KeyDown. Behavior, Invoke, Command-Action, Command ist gleich, Binding und unser neues Command, das nennen wir jetzt auch noch KeyDown-Command und nicht TextChanged. Dann ist vielleicht etwas interessanter. Flipsch, KeyDown-Command. Steuerung RR, das Umbenennen ist immer prima. So, und jetzt müssen wir eigentlich, hier steht noch TextChanged, das ist doof. Das ist doof. Wir haben es ja umbenannt, haben wir nicht, haben wir doch so. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp, so. Und jetzt haben wir einen Build-Error. Na super. So, retry. So, wir haben hier die unschöne Oberfläche. Ich klicke rein, GodFocus. Ich drücke auf eine Taste und ich habe Object Reference not set to an instance of an object. Also, einfach so mitgeben geht nicht. Was müssen wir machen? Wir haben hier ein Property und zwar pass event args to command ist gleich true. Tja, yippee, so einfach kann es gehen. Pass event args to command und jetzt, wenn ich hier reinklicke, GodFocus, ich drücke D, ich habe hier die key event args. Also, wir haben ja object to string gemacht, also gibt er uns den Type zurück. Also, wir haben hier die key event args und jetzt können wir hier hergehen und kann sagen key event args so, das haben wir hier gecastet, die args, und wir können hier auf den key etc. pp. Entsprechend zugreifen. Ja, wir können hier zum Beispiel sagen, okay, ich mag args.key to string. Ja, die Null-Checks, die lasse ich jetzt mal weg. Das sind die ganzen Warnungen, die grünen. Die F, S, E. Ja. So geht mal das Keybinding. Jetzt waren wir noch in der Frage das Thema, okay, eigentlich will er das Command nur ausführen, wenn Enter gedrückt wird. Ja, und dazu haben wir folgende Geschichte. Wir haben dieses Scan-Execute und wir haben das Execute. Also, und im Konstruktor haben wir zwei Overloads. Bei dem Delegate-Command, was wir selber gemacht haben, da gibt es ein Action mit Execute oder einen Overload mit Predicate Can-Execute, ja, liefert einen Bool, beziehungsweise ein Action Execute.
Und dieses canExecute können wir auch entsprechend setzen mit dem gleichen Spielchen. Das heißt, wir können hier geschwungene Klammer. So, das hier wäre jetzt der Code für canExecute und das der Code für execute. So, um diesen canExecute machen wir eigentlich das Gleiche. Wir holen uns die args, die hier kommen, und sagen einfach return args key gleich gleich key.enter. Also canExecute wird immer ausgeführt, wenn sich wenn etwas eingegeben wird, und wenn es ein Enter war, dann wird auch dieses execute aufgerufen. Ansonsten wird das execute nicht aufgerufen. Gut, in diesen execute werde ich klassischerweise jetzt wahrscheinlich nicht das haben, sondern das, was in der Textbox gebunden ist, ja, dass ich hier wirklich nur die Key-Event-Args Abfrage für die Enter-Bestätigung und hier dann entsprechend den Wert des Textfelds, der gebunden ist, also der Eigenschaft, die auf das Textfeld gebunden ist. So, prüfen wir kurz durch, mal zwei Breakpoints rein hier. Noch an die richtige Stelle. So, Play. Gut, ich bin hier. Ich tippe was rein und es kommt canExecute, aber es wird execute nicht aufgerufen. Ja? Und jetzt drücke ich mal auf Enter. Es wird canExecute aufgerufen und es wird execute aufgerufen. Also so können wir auch Event-Args mitgeben und ja, einfach hier das entsprechende Property of True setzen und das kann man entsprechend implementieren. In diesem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren.